Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Entschuldigung, ich suche Arbeit. Wohin muss ich gehen? Wo wohnen Sie denn? Sie müssen die Treppe hoch, zweiter Stock, der rechte Gang und dann ganz hinten links. Entschuldigung, Sie müssen sich erst anstellen. Ah, danke. Bitte. Du hast gerade ein Foto gemacht, oder? Ja. Für meine Freunde. In der Türkei. Aber von der Schlange? Du bist neu hier, oder? Schlange? Ja, Schlange. Weißt du, so nennt man Menschen, die in einer Reihe stehen. Wie das Tier. Wie das Tier. Schlange. Ja. Schlange. Ich bin übrigens okay. Juna. Ich heiße Nevin. Und du bist also aus der Türkei. Und wie lange bist du schon hier? Seit 2 Wochen. Mein Mann ist Deutscher. Dann bist du ja wirklich ganz neu. Ich bin schon seit einem Jahr hier. Tschüss. Und du hast keine Arbeit gefunden? Doch, doch, ich hatte Arbeit. Aber weißt du... Der Nächste, bitte. Ah, du bist jetzt an der Reihe. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Mich auch, Juna. Viel Erfolg. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche Arbeit. Darf ich in Ihrem Ausweis sehen? Vielen Dank. Ah, da sind Sie aber falsch hier. Sie müssen in einen anderen Eingangsbereich, gleich um die Ecke. Tut mir leid. Tschüss, Juna. Tschüss. Thank you.
Guten Tag. Füllen Sie bitte diese Unterlagen so gut es geht aus. Das können Sie hier im Wartebereich machen. Ein Kollege wird Sie dann aufrufen. Danke. Bitte schön. Frau Nevin Kosthun, bitte. Frau Kosthun? Josh Kuhn. Oh, Josh Kuhn. Kommen Sie bitte mit. So, bitte sehr. Es tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten, aber am Anfang des Monats dauert es immer etwas länger. Darf ich bitte Ihre Unterlagen sehen? Danke. Ich sehe, Sie haben in Izmir als Verkäuferin gearbeitet. Ja, für Kleidung. Sie haben Mode verkauft? Ja, Mode, genau. Vielleicht habe ich da etwas für Sie. Kennen Sie sich mit Gemüse aus? Wie bitte? Können Sie Gemüse verkaufen? Ja. Vielleicht können Sie da nächste Woche bereits anfangen. Hier oben ist der Name des Arbeitgebers. Hier ist eine Stellenbeschreibung und hier sehen Sie die Adresse, wo Sie sich bewerben können. Bitte schriftlich oder per E-Mail mich anrufen. Kein Telefon. Dann schicken Sie bitte ein Foto, ein Lebenslauf und einen kurzen Anschreiben.